Hallöchen, mein Name ist Nadine von stampingclub.de. Heute basteln wir eine Weihnachtskarte mit einem Geldgeschenkfach und der Tafeltechnik. Ihr benötigt dafür eine Grundkarte im Format A6 in der Farbe Savanne, ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß mit den Maßen 8,5 x 12,8 cm und ein Stück Designerpapier mit 8,2 x 12,5 cm. Aus dem Stempelset gut geschmückt stempeln wir drei Ilex-Blätter in Olivgrün auf ein Stück Flüsterweiß-Farbkarton. Da es für dieses Stempelset leider keine passenden Framelits gibt, schneide ich die Blätter mit der Papierschere aus. Ein Stück Farbkarton in Schwarz werden wir nun bestempeln. Zuvor aber nehmen wir den Embossing Buddy und tupfen ihn auf das Papier auf. Dadurch entweicht etwas von dem antistatischen Pulver auf das Papier und gibt uns den klassischen Tafellook. Das Stempelmotiv selbst stempeln wir mit der Krafttinte in Flüsterweiß. Für das Türchen mit dem Geldfach benötigen wir nun ein Stück Farbkarton in Schwarz mit den Maßen 6,6 x 13,2 cm. Dieses wird in der Hälfte bei 6,6 cm gefalzt. An die Enden des Farbkartons klebe ich ein Stück feines Geschenkband in Olivgrün. Dieses dient nachher dazu, um uns unser Türchen zusammenzuhalten. Für das eigentliche Geldscheinfach stanzen wir nun mit dem Stanz- und Falzbrett für Umschläge einen kleinen Umschlag. Hierzu nutzen wir ein Stück Farbkartonpergament mit dem Maß 9,1 x 9,1 cm. Das Startmaß, um den Umschlag zu falzen und zu stanzen, sind 4,5 cm. Statt einem Geldschein kann man auch eine kleine geheime Botschaft verstecken. Der Umschlag wird mit Mini-Klebepunkten zusammengeklebt. Wenn die Tinte unseres Stempelabdrucks angetrocknet ist, können wir nun das Motiv ausstanzen. Ich nutze hierfür die Big Shot und die Framelits Stickmuster. Mein Tafelmotiv wird nun mit den Stampin' Dimensionals aufgeklebt. Zum Aufkleben der kleinen Ilex-Blätter nutze ich die Mini-Klebepunkte. Thank you.
Die Früchte der Stechpalme stemple ich mit Glutrot auf Flüsterweiß. Auch diese werden mit der Papierschere ausgeschnitten. Damit ist mein Projekt für heute auch schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bitte vergesst nicht, mir einen Daumen hoch und einen lieben Kommentar dazulassen. Meinen YouTube-Kanal könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Dort findet ihr Anleitungen sowie Tipps und Tricks zur Verwendung der Stampin' Up-Produkte.